Und herzlich willkommen in der weiteren Folge von. Ich sagte ja, wenn der da ist, dann ich Mucks. Also, ich habe mir jetzt die Mühe gemacht, einfach. Ich bin hier über 10 Minuten gelaufen, hin und her, bis er kam, Digga. Verstehst du? Aber jetzt muss ich mal gucken. War ich gleich Fehler? Okay, wir sind richtig, wir sind richtig. Aufpassen, wir lassen uns nicht zerdrücken. Gut. Ich dachte schon, ich komme nicht rein, Digga. So, damit kommt jetzt der letzte Stab hier rein. So, damit glaube ich, ist jetzt der letzte weg. Die sind jetzt weg. Teleport. Wir gehen mal zum Packer Punch. Und jetzt wüssten eigentlich alle drei wieder da sein. Alle vier wieder da. So, das war quasi das Full Update. Damit sind wir komplett mit allem fertig, quasi in dem Fakt jetzt. Kommt der schwierigste Teil. Wenn ich es jetzt verkacke, kann ich wieder von neu anfangen. Aber das seht ihr gleich. Ein Augenblick. Okay. Also, wir müssen zuerst die Roboter rausholen. Und dann. Okay. Dann. Bauen. Ohne hier. New Round. Das bedeutet, die starten gerade. Aber das ist klar. Das war mir nur klar. So, wir haben jetzt quasi das eine. Okay. So, seht ihr das? Beide sind tot. Das bedeutet, Hauptfels ist er tot. Okay. Jetzt kommen wir zu dem Schritt, wo ich nicht mehr zurückkomme. Das heißt, wenn einer davon sterben wird, passt es. Komme ich gar nicht. Ich muss es aber tun. Weiter. Wünscht mir Glück, weil wenn ich ab jetzt sterbe, dann ist vorbei. Ne? Dann kann ich einpacken gehen. Okay, dann würde ich sagen, geh mal zu der Kiste und ja, aktivieren. Dann holen wir unseren zweiten Sunny raus. Ach so, Scheiße. Nein, Digga, die starten jetzt so stark neu, dass sie gar nicht neu starten. Warte mal kurz. Wisst ihr was? Den zweiten Sunny, den schieben wir hier rüber. Also ich kann tun und lassen, was ich will. Der Tod ist unvermeidlich jetzt bei diesen. Ja, warum? Weil die kommen ausschließlich nur, um dich zu töten gerade. Ich glaube, noch eine Runde dann. Scheiße. Kann mich jetzt natürlich auch nicht in dem Ding befinden. Oh, ne? Will ich jetzt alle holen?
Gut, dann versuchen wir den Scheiß nochmal. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Digga, immer muss was sein, was ich nicht will. Dass er nicht geht, sonst habe ich ein Problem. Junge. Lass euch die Kiste wieder durch. Die ist schnell unterwegs. Der ist Sunny 2. Schnell holen wir ihn aus der Warnzone raus. So. Wir selber dürfen jetzt auch nicht mehr sterben. Das heißt, ich muss jetzt kurzzeitig warten. Einfach kurz chillen. Einfach kurz chillen. Ihr das nicht seht und das nervt mich auch. Einfach kurz chillen. Kurz chill. Chill. Relax. Okay. Jetzt gehe ich hinter. Zu der Kiste und guck mal, ob die zu holen ist. Au, mir ist mein Controller runtergefallen. Oh, voll auf meinen Fuß, Digga. Das vibriert die ganze Zeit. Nein. Wir nehmen jetzt alle. Seht ihr das da unten? Wenn ich das jetzt hole, dann ist es vorbei. Der magische Move. Ja, ja. Was mich halt abfuckt, ist, dass jedes Mal, jetzt ist besser. So, der holt sich jetzt aus seinen legendären. Muss ich gucken, weil jetzt darf ich auf gar keinen Fall, egal was passiert, darf ich nicht mehr zerdrückt werden. Seht ihr die hier? Jetzt müssen wir die wieder füllen mit Seelen. Schön umgucken, weil die kommen echt flink. Wegen den Stäben halt. Wenn ich jetzt sterbe, Digga, dann ist alles vorbei. Ich kann auch diesen Move nicht mehr rausholen. Ich kann ihn nicht mehr zurückholen. Das ist so bescheuert. Ich hab so Schiss gerade. Unglaublich Schiss. Digga, und diese Controller, Mann. Nein, nicht so. Das war der Roboter. Ja, so war das nicht geplant, Mann. Hörst du das? Hört ihr das? Meinen habe ich schon, okay, dann heißt das, dass das jetzt mit dem zur Sache gehen muss.
Na klar noch, ja. Scheiß auf die Dinger, die müssen wir erstmal. So, die dürfen nämlich nicht schmutzig werden, das heißt, muss ich mich erst einmal zu 2 teleportieren. Teleport Origin 2. Ich schon davor bin. Ich wollte nur nicht in Matsch gehen. Das war's schon. Dieser blöde Controller, Digga, der will immer runterfallen. Darf ich nicht hin, sonst muss ich das Scheiß nochmal machen. Ja, ja, das muss ich jetzt nicht ziehen lassen, nein. Ja, ja, ja. Er hat's abgegeben. Er ist auch abgegeben. Ich muss die ziehen lassen, geht nicht anders. Ich muss sie ziehen lassen. Kackarschlöcher. Ist nicht eine Möglichkeit, irgendwie das Vibrieren hier schnell auszumachen? An der Stelle. Oh, das ist gut. Das ist super. Super. Es vibriert ja nicht mehr, jetzt kann er nicht mehr runterfallen, wisst ihr? Na klar, doch, jetzt muss er kommen, Digga. Der hat keine andere Waffe. Digga, jetzt sind 10 Kabel im Weg. Okay, der ist fertig. Und ne? Okay. Sind wir beide? Die haben wir beide, super Sache. Wie von den Alten vorhergesagt, wird sich das Tor nach Agatha bald öffnen. Vorsicht, genau hier geht der Roboter lang. So, deswegen bleiben wir auch hier, wenn der Roboter lang geht. Sekunde, wir bleiben hier unten. Also, was müssen wir als nächstes tun? Als nächstes. Also, als nächstes müssen wir Teleport Origin. Nicht. Als nächstes müssen wir den Knopf drücken, oder? War das nicht? Teleport Origin. Müssen wir als nächstes den Knopf drücken. Also bedeutet, wie läuft der Mist als nächstes? Wir stellen uns genau hier hin. Also wir stellen genau den zweiten Player genau hier hin.
Yes. Stelle ich schon mal genau ins Eck hier. So, seht ihr diese Ecke da vorne? Genau diese Kante da vorne. Da muss ich nachher die Spezialdrohne werfen. Okay. Das heißt, den lasse ich jetzt da. Jetzt werde ich nochmal extra hier beschissen. Alter. Oh. Da kommen die schon. Ah ja, hatte ich jetzt schon. Okay. So. Wo ist der Knopf? Da. Ach, dein Ernst, Alter. Ich sag's dir, Alter. Hängen 100 Zombies vor mir und ich sehe gar nichts. Super Sache, Digga. Echt so ein Hurensohn. Eigentlich müsste es ganz anders ablaufen. Ach ja, dann helfe ich dem Scheißer. Ach, Digga, blöde Wichser. Mischen sich immer ein. Immer müssen die Scheiß-Zombies sich einmischen. Egal wo, egal wie. Schau mal, wo die ihn gedrückt haben, Digga. Das gibt's doch nicht. Wisst ihr, wo ich stand? Ich stand hier. Wollt's mich verarschen, Digga? Und ich muss mit dem anderen mal reingehen, weil er direkt danach muss ich nämlich jetzt her, ihr Hurensöhne, kommt her. Meine Fresse. Na, das gleiche, Digga. Immer muss ich einen Zombie zwischen mir stellen oder andersrum stellen oder sich direkt in den Weg stellen. Hauptsache, er bekommt das dumme Recht, sich irgendwo einzumischen. Ja, Digga, jetzt bin ich gleich in der Uni los. Logisch. Jeder hat da jetzt 100.000 geführt, Digga, und jetzt sterben sie. Meine Fresse, ehrlich war. Oh. Und ich seite schnell hier, warte mal. Nein, Digga, das ist doch dein Ernst. Schwindet doch einfach. Jetzt hatte ich wieder eine Chance, aber durfte sie wieder nicht machen. Warum? Weil sich blöde Zombies in den Weg gestellt haben. Das kannst du dir nicht ausdenken. Dass sich Hurensöhne in den Weg stellen müssen, unbedingt, aber gewaltsam, nein, nicht ein bisschen so, nein. Gewaltsam müssen sie sich reinmischen, müssen sie einmischen, müssen die Fresse zeigen, müssen alles machen. Verpisst euch doch einfach, warum gibt es nicht einen scheiß Ort, wo man die Hurensöhne direkt kann? Und so lange, wie man sie nicht braucht, Digga, dann. Wie nie Stress. Hauptsache. Sieht ihr das? Und Hauptsache, die haben mir das noch deaktiviert. Das, Digga. Alle sind schon aus. Ja, bis alle. So, alle. Super Sache, Digga. Immer müssen sich welche einmischen, Alter. Immer. Toll, vielen Dank. Jetzt wirft ihr. Ich hab nur zwei Werfe oder so. Vielen Dank, Digga. Ich hab's mir auch so ausgesucht. Genau dahin. Hauptsache, die sterben jetzt. Und dann. Neue Runde. Oh, ganze Ding. Fuck. Ja, da gibt's 100 andere. Was willst du denn von mir? Da gibt's doch noch einen anderen hier. Hallo, dummes Spiel. Hallo.
Meine Worte, Digga, jetzt kommt er wieder und jetzt kann ich nicht. Super, super. Dieses Spiel verarscht mich, wo es nur kann. Wo es nur kann. Unglaublich, das ist unglaublich nervig und arrogant und nervig. Muss man unbedingt auf das letzte Zombie. Und jetzt war es eigentlich der, warte mal, das, eigentlich war es gar nicht der, der sein soll. Warte mal. Und du sollst doch gar nicht sein, Digga. Zombie hin. Einmal was nach Plan, Digga. So schwer. Und wisst ihr, was das Problem ist? Ich habe keine andere Wahl, weil die PS3 angeblich den Startknopf kennt. Und wenn ich das so mache, einzeln, dann funktioniert es gar nicht. Ach, logisch. Ah, Glück gehabt, dass der die beiden geworfen hat. Ja, super Sache. Warum sieht ihr das? Warum verfolgt er mich? Sag mal, hast du nur einen Knall, du dummer Zombie, Digga? Nee, Alter, verpfiss dich von mir, Alter. Jetzt habe ich die schon leicht. Kann ja sein, dass wieder die Schuhe wieder geschlossen sind. Der Arsch sitzt nämlich hoch. Also links ist gleich frei. Rechts ist tot und rechts ist auch tot. Hier ist tot. Und hier ist auch tot. Okay, wir haben Zeit. Zeit. Sag mal. Warum wurde ich wieder hierher gedrückt? Ja, ich stand doch hier. Willst du mich verarschen? Ich stehe doch hier. Ich stehe doch an der Wand, Digga. Ohne Worte. So kann er sich überhaupt bewegen, dieser andere Charakter. Willst du mich verarschen? Solchen Sachen bin ich echt angefressen, Digga. Nicht nur, weil ich mich irgendwo verarscht fühle, weil er sich gar nicht bewegen darf. Überhaupt gar nicht und auf einmal bewegt er sich. Und dann wundere ich mich, wenn es wieder nicht geht, weil irgendein Hurensohn meint, das so zu entwickeln. Warum ist er denn jetzt wieder umgekippt? Wieso? Wieso ist er denn jetzt wieder umgekippt? Wieso ist er denn jetzt wieder umgekippt, Digga? Nee, Alter. Lauf mich hin. Was schaue ich jetzt? Jetzt ist er wieder umgekippt. Jetzt ist er wieder angeblich umgekippt. Alter, das kann nicht. Alter, solche Scheiße kannst du. Kommen die wieder zu dritt angeschissen. So aus wie rechts. Kann aber sein, dass sie zweimal nacheinander kommen. Und nicht einmal den Kopf gedrückt dann kann. Oh, 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 super, 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 super. Aufpassen, wenn der Roboter in der Nähe. Kein Gehirn.
Falsch geworfen. Falsch geworfen. Toll. Falsch geworfen. Super. Nicht mal aktiviert haben sie es. Ich habe den Sturz überlebt. Na gut, den anderen Teil seht ihr im nächsten Teil. Video zieht sich halt 100 Jahre, kein Wunder, wenn ich verarscht werde, wieder verarscht werde und auch mal verarscht werde und verarscht werde. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein, ciao!